Glaub an dich. Raul. Vertrau deinen Fähigkeiten. Raul. Mach weiter. Raul. Halte durch. Raul. Du schaffst das. Raul. Ich bin wach. Danke, Flauschi. Stehst du schon lange hier? Seit etwa 2 Stunden. Was mache ich hier unten im Keller? Du hast mal wieder mit den Jungs einen über den Durst getrunken. Erinnerst du dich nicht? Du hast vor allem vom Frostschutzmet genascht, wodurch du irgendwann sagtest, mir ist so heiß. Und jetzt bist du hier runter in den kühlen Keller gerannt. War wohl ein bisschen zu viel gestern, wa? Offenbar schon. Und ich hab wirklich schlecht geträumt. Na und? Albträume sind doch völlig normal in diesem Game. Ja, aber diese waren anders. So als ob etwas Wichtiges in der Luft liegt. Etwas Großes. Neues. Eine Veränderung. Eine Veränderung? Ein neues Update oder was? Geht's diesmal in den Norden? Nein, das meine ich nicht. Es fühlt sich so an, als wäre etwas ungleich. Und als ob sich etwas verändern muss. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Du weißt, was man sagt. Willst du eine Antwort? Frage Schnuffi. Ja, ich weiß. Wir sollten ihm wohl mal einen Besuch abstatten. Aber ich glaube, ich werde erst einmal wach und gönn mir was zu snacken. Bis später, Zapfi. Jo. Bis später, Zapfi. Hab dich lieb. Ich dich auch, Flauschi. Oh ja, endlich was zu essen. Hast du noch Hirsch? Na klar, wir haben hier doch alles. So viel Stuff, das sich in 999 Folgen angesammelt hat. Und echt durchgezogen. Obwohl es eigentlich nicht von Anfang an so geplant war. Und vor allem sage ich in Folge 1, willkommen zurück. Weil es genau genommen ja die 2. Aufnahme war. Die 1. ist ja aufgrund von Soundeinstellungen leider nutzlos gewesen. So, hallo. Ich glaube, das sollte jetzt funktionieren. Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play und zu meinem ersten Stream überhaupt. Ich bin sehr gespannt und mich aufgeregt. Schade eigentlich, aber ich habe einfach immer weitergemacht und zack, 999 Folgen, jeden Tag. Naja, fast. Ja, okay, bis auf Folge 433, da lief echt alles schief. Das war ja aber auch der Tag meiner Kündigung. Na, so ein Zufall. Aber dafür gab es am nächsten Tag auch direkt 2 Folgen, um das wieder aufzuholen. Außerdem lief währenddessen ja auch Stardew und Gothic. Also ganz ohne Videos waren meine Zuschauer ja nicht. Wobei man nicht vergessen darf, dass andere Formate bei weitem nicht so performen. Wie meinst du das? Naja, gemessen an dem deutlich höheren Aufwand werden meine Nicht-Valheim-Videos kaum gesehen. Die Rome Total War-Videos haben beispielsweise zum Teil nur einen Aufruf. Und das ist mein eigener. Sind diese Videos denn so schlecht? Schlecht nicht, aber inkonsistent. Du brauchst dich doch nicht wundern, dass deine Zuschauer es nicht mögen, wenn du 10 Folgen raushaust und nach 10 Monaten wieder 10. Zuschauer hassen Unregelmäßigkeit. Und vergiss nicht, dass du einige Projekte ohne Ankündigung einfach beendet hast. Zum Beispiel Dungeon Keeper. Ja, wegen der Dislikes. Es ist ja völlig okay, dass die Videos nicht viel geklickt werden. Und auch, dass es kaum Likes gibt. Aber Dislikes? Bei nicht einem Like? Das hatte mich damals ziemlich ernüchtert. Oder Hogwarts Legacy. Das war wegen dieser Hauselfensklaverei-Sache. War mir halt viel zu doll und wegen des derzeit breitgetretenen Themas, Stichwort Jojoka, habe ich dazu nichts gesagt. Oder Let's Prog Exitus? Naja, nach dem Burnout durch die Programmierung war das Projekt im Nachhinein vielleicht doch keine so gute Idee.
Die Symptome fingen ja wieder an. Ja, das weiß ich doch alles. Aber deine Community nicht. Also ist es doch klar, dass sie das feiern, was seit Jahren konstant bleibt und worauf sie sich verlassen konnten. Valheim. Oh, hallo Plusti. Nee, so braucht ihr gar nicht erst anfangen. Der liebe lange Tag läuft ihr die Treppe rauf und runter und haltet mich von meinem Schönheitsschlaf ab. Alter, oh, ich glaube, Plusti hat heute ihre Beeren noch nicht genommen. Das kann ewig dauern. Wir müssen zu Schnuffi. Komm, lass mich nur machen. So kümmerlich wie der ist. Und die Aussicht. Bäume. Toll. Ganz toll gemacht, Raul. Hey, jetzt reicht hier aber langsam. Raul hat doch gar nichts gemacht. Nichts gemacht, ja? Bist du dir da sicher? Und hier sind, glaube ich, am wenigsten. Hallo, Raul, wie war der Tag? So. Das war Plusti. Du warst ein wirklich tolles Haushuhn. Du hast dich immer schön artig geplustet, hast immer brav deine Beeren aufgegessen und hast den Tod auf gar keinen Fall verdient. Mörder! Na gut, ihr könnt vorbei. Aber bitte nicht mehr so dreist sein, okay? Oh, ist ja gut. Aber lass nicht wieder deinen ungeordneten Krempel auf den Treppen liegen, Raul. Okay, ich werde drauf achten. Tut mir leid. Ich mag deine Art, Raul. Du bist super. Danke, Flauschi. Aber weißt du, was ich mich frage? Wenn man die Anzahl meiner Kanalabos mit der meiner Videos von Valheim vergleicht, ist das nicht irgendwie ungleich? Du meinst, weil du weniger Abos als Videos hast? Naja, also, du machst ja auch keine Werbung. Ich weiß, aber mein Antrieb war ja nicht groß zu werben und es den Big Playern gleich zu tun, sondern durch meinen Stil und meine Art besonders aufzufallen. Mir scheint allerdings, dass meine Art nicht ausreichend ist. So viel Mühe. Aber keine neuen Leute dazu. Naja, aber du willst ja auch keinen Mist abliefern. Außerdem machst du ja auch keine Werbung. Natürlich will ich keinen Mist abliefern. Aber ist all die Mühe es wert gewesen? Gemessen mit anderen deutschen Valheim-YouTubern lief ich ja mindestens die jeweilige Qualität ebenfalls ab. Aber viele haben dennoch mehr Klicks und Abos. Es kann ja also nicht an der Qualität liegen, sondern halt an meiner Art. Ich müsste also theoretisch mich ändern. Werbung. Raul, die anderen machen im Gegensatz zu dir Werbung auf anderen Plattformen, nutzen ihre Reichweite aus, um neue Reichweite zu generieren. Aber das ist ja gar nicht meine Intention. Auch eben das ist ja nicht meine Art. Ich müsste jemand sein, dem steigende Zahlen so wichtig sind, dass ich regelmäßig Werbung mache oder meine Reichweite ausbaue. Aber das ist ja nur mein Turn. Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Wenn es dir nicht wichtig ist, warum reden wir gerade darüber? Na gut, du hast ja recht. Das Dilemma selbst ist mir offensichtlich wichtig. Was ich meine ist, die Mühe reinzustecken fühlt sich für mich gut an. Ernüchternd ist die geringe Relevanz, die sich nicht ausbaut. Also entweder liegt es daran, wie ich spiele, also meine Art, oder es liegt daran, dass ich zu wenig Werbung betreibe oder zu wenig Wert auf Dinge wie knallige Thumbnails lege oder andere Dinge, die dem Reichweitenwachstum im Wege stehen. Also ebenfalls meine Art. Ergo, um dem Dilemma entgegenzuwirken, müsste ich meine Art ändern. Aber eigentlich bin ich mit mir ganz zufrieden. Also lasse ich das bleiben, oder? Aber Raul, deine Art hat sich doch die ganze Zeit geändert. Hör doch, wie allein dein Moin Moin sich gewandelt hat. Moin Moin und herzlich willkommen zurück. 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 Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim.
Na? Merkst du was? Ja, du hast wohl recht. Dieses Let's Play war weit mehr für mich als bloßes Zocken mit Zuschauern. Während ich mich damals ins Burnout geschuftet hatte und dadurch meine Ideen und Projekte links liegen gelassen wurden, war dieses Let's Play eine Konstante. Gleichzeitig Licht am Tunnelende. Wie ein Fels in der Brandung. Es hat mich aufgebaut. Anfangs nur ein experimentelles Projekt, wuchs es langsam, aber stetig heran. Wie eine Blume. Jetzt übertreibst du aber mit den Metaphern. Entschuldige, Flauschi. Ich schätze Metaphern, weil sie gut auf den Punkt bringen, was man meint. Ah, endlich Kontermet gegen meine Kopfschmerzen. Alkohol mit Alkohol zu kontern, ist weit verbreiteter Unsinn. Du bist dehydriert, Raoul. Okay, dann reich mir bitte das Wasser-Item. Touché. Aber das ist ja null mein Turn. Es ist mir überhaupt nicht wichtig. Wenn es dir doch nicht wichtig ist, warum reden wir gerade darüber? Ja, hatte ich auch gefragt. Ich hatte einen Albtraum. Alles war voller Tausende. Ein Albtraum also? 1000, ja? Aber Dracheneier sind kein Kernholz. Und 1000 sind nicht 1000. 1000 sind nicht 1000. Also lag ich richtig. Siehst du, Flauschi? Es ist in ungleichem Verhältnis. Wenn bei 1000 Folgen keine 1000 Abonnenten zustande kommen, ist das eindeutig zu wenig. Werbung? Zu wenig Werbung? Ist ja gut, Flauschi. Ich hab ja verstanden, du hast ja recht. Ich verstehe jetzt, dass... Nein, gar nichts, verstehst du. Du vergleichst Dracheneier mit Kernholz. Höre meine Worte. 1000 sind nicht 1000. 1000 sind mehr, doch am höchsten sind weniger als 1000. Aber das ergibt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das mathematisch zu interpretieren ist, Raoul. Wie viel 1000 wirklich sind, wird am besten von weniger als 1000 gewusst. Doch willst du deine genau wissen? Frage den Gott, der dir am nächsten ist. Okay, ich bin raus. Und ich schon lange. Ich habe genug gesprochen. Nun gut, ich danke dir für die Zeit und weisen Worte. 1000, nicht 1000. 1000 sind mehr, doch am höchsten sind weniger als 1000. Für was bei Odin sollen die Zahlen denn stehen? Vermutlich die Folgenanzahl. Das hier ist ja Folge 1000. Aber 1000 Folgen sind ja 1000. Also muss ich die zweite 1000 auf etwas anderes beziehen. Wie viel 1000 wirklich sind, wird am besten von weniger als 1000 gewusst. Doch willst du deine genau wissen? Frage den Gott, der dir am nächsten ist. Also das wiederum liegt ja auf der Hand. Ach so? Du hast deine Base doch an einem ganz bestimmten Ort gebaut, Raoul. Ach so? Der Uralte, welcher sonst? Fragen wir eine seiner Trophäen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Du musst ihn schon beschwören. Hier? Unten im Keller? Unmöglich. Tja, dann wirst du es nie herausfinden. Ach, verdammt, was soll's. Oh Mann, dann let's go, wa? Schrein in. Weit. Allmächtiger Uralter, ich frage euch, wie viel sind 1000? O Uralter, hochehrwürdiger Gebieter des Waldes, wie viel sind 1000? Ihr habt meinen Schrein entweiht. Haltet ein, ich habe eine Frage an euch. Halt, wartet! Nein! Das hat ja nicht so gut geklappt. Aber weißt du, was mir auffiel? Vielleicht sind gar nicht die Götter aus diesem Spiel gemeint, sondern Real Life. Ah, du meinst... Warte bis zur Nacht.
O allmächtiger Loki, nicht nur durch deine Prüfungen und die deiner Söhne, insbesondere Fenriers, wurde mein Schicksal bestimmt. Erneut erflehe ich eure Gunst. Sagt mir, wie viel sind 1000? Das dachte ich mir. Ihr seid für eure Gier bekannt. O Loki, allmächtiger... Moment mal. Schon wieder zurück? Nicht Loki, sondern Thor. Warten wir auf den nächsten Sturm. O allmächtiger Thor, nicht nur durch deine Prüfungen, bla bla bla, ihr habt mein Schicksal bestimmt. Sagt mir, wie viel sind 1000? Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Oh Mann, was ein Mistwetter! Ich geb's auf, Flauschi. Ich brauch jetzt eine Sauna, ein Bad und vor allem obergärigen Met. Schade, dass wir ihn nicht gefunden haben. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dann suchen wir halt morgen weiter. Ich werde nicht schlafen können, bis ich das weiß. Ich schon. Ich drück einfach E. Aber drück nicht versehentlich auf F. Sonst bringt der Alttürbuff noch im Schlaf dein Herz zum Rasen. Alttür! Der Gott, der dir am nächsten ist. Die Fähigkeit von Alttür hast du seit Folge 1. Und noch näher als ein Teil von mir geht ja wohl schlecht. Zeit zu schlafen. Morgen geht's los. Aber wie dem auch sei, gute Nacht. Guten Morgen. Und da würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lang, wa? Jumpen wir hier erstmal direkt runter und dann ab durchs Portal. Und dann schauen wir mal nach, ob wir das vielleicht mit Alttür direkt hinkriegen. Warte! Stimmt, Wölfe können nicht durchs Portal. Sorry, Flauschi. Die Folge ist bald zu Ende. Wir sehen uns vielleicht nicht mehr. Ach, Flauscheplüsch. Ich weiß, ich soll dich nicht so nennen, weil dein Name nicht mehr als 10 Zeichen haben kann. Entschuldige. Aber du und Schnuffelwurf, ihr seid die ersten Charaktere, die ich hierin geschaffen habe. Und ihr bedeutet mir daher am meisten. Danke für deine Hilfe, Flauschi. Und danke für 765 Folgen, in denen du mein Haustier warst. Das Beste, das man sich wünschen kann. Mach's gut, Raoul. Ich wünschte mir ja schon fast, dass du stirbst, damit du hier in der Base noch einmal respawnst. Aber im Grasland wird das wohl nicht passieren, also sag ich, pass auf dich auf. Tu ich immer, weißt du doch. Das sieht nicht gut für uns aus, was? Du meinst, weil es das mit uns war, wenn er geht? Naja, wir werden nicht sterben, aber auch nie wieder leben, wenn er sich nicht einloggt. Wir werden auf ewig auf irgendeinem Iron Gate-Server versauern. Red keinen Unsinn. Uns gibt es doch überhaupt nicht, wirklich. Wir sind virtuelle Datenerzeugnisse aus irgendeinem Wikinger-Rollenspiel. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau da liegst du falsch. Wir sind mehr als das. Im Laufe dieses Let's Plays sind wir zu sowas wie Symbolen geworden. Ach komm, Flauschi, übertreib nicht. Lösen wir denn etwa keine Emotionen aus? Denk daran, was passiert ist, als er versehentlich deine Vorgängerin abgeschlachtet hat. Hatte das nicht bei ihm, wie auch bei den Zuschauern, eine starke emotionale Reaktion ausgelöst? Und hat dieses Gespräch hier gerade denn keine Wirkung auf die Zuschauer? Wenn wir nicht länger täglich existieren, glaubst du ernsthaft, kein Zuschauer wird uns vermissen? Nein, das glaube ich nicht. Wir sind nur da, um diesem Spiel charakterliches Leben einzuhauchen. Uns zu züchten und Namen zu geben, war allein Rauls Entscheidung, nicht unsere. Es war ja nicht einmal die Entscheidung der Zuschauer. Wir existieren nur, weil seine Kreativität es zufällig so wollte. Es war von vornherein klar, dass wir nicht ewig leben werden. Gib's zu, eigentlich hast du Angst vor dem Exil. Ich glaube, da liegst du gar nicht so falsch. Ich glaube, meine Sorge ist weniger, vermisst zu werden. Jetzt, wo wir darüber reden, glaube ich eher, dass ich die Zuschauer vermissen werde. Da bin ich bei dir, Flauschi. Das werde ich auch. Aber Gott sei Dank sind wir ja nicht echt.
Na, dann wollen wir mal. Haltet ein, Ehrwürdiger, und hört mich an! Was wollt ihr, Mensch? Seit Ewigkeiten verschone ich bereits eure Brut. Und eure Kraft ist ewiger Teil von mir. Das ist mir nicht entgangen. Für einen Menschen seid ihr überraschend ehrfürchtig. Was ist euer Begehr, wenn nicht mein Blut? Eine Frage, beziehungsweise eine Menge Fragen. Erklärt mir diese Worte. 1000 sind nicht 1000. 1000 sind mehr. Doch am höchsten sind weniger als 1000. Wie viel 1000 wirklich sind, wird am besten von weniger als 1000 gewusst. Doch willst du deine genau wissen? Frage den Gott, der dir am nächsten ist. Klingt nach Schnuffi. Außerdem plagen mich Albträume. Ihr seid der Gott, der mir am nächsten ist. Also, was bedeutet es? Du verstehst es nicht, weil du nicht willst. Du hast 1000 Abonnenten bei 1000 Folgen erwartet, nicht wahr? Aber 1000 Abonnenten könnt ihr doch nicht mit 1000 Folgen vergleichen, Mensch. 1000 sind nicht 1000. Und darüber hinaus sind 1000 Folgen nicht bloß eine Zahl. Es ist ein großes Versprechen, das du dir selbst gegeben und dich dran gehalten hast. Es ist eine Abenteuerserie und ein Abbild deines eigenen Charakters. 1000 sind mehr. Und was überwiegt dem Ganzen? Neben dem emotionalen Wert und dem Content dieses Let's Plays an sich, überwiegen dabei nicht die sozialen Aspekte zu deiner Community? Auch wenn sie weniger sind als 1000? Verstehe, doch am höchsten sind weniger als 1000. Und sind es nicht eben diese Abonnenten, die am meisten von deinen Videos haben? Durch Inspiration, durch deine ansteckende Euphorie, die aufregenden Kämpfe und Tode. Wer weiß das denn besser zu schätzen als sie? Wie viel 1000 sind, wird am besten von weniger als 1000 gewusst. Doch willst du deine genau wissen, frage den Gott, der dir am nächsten ist. Also, was ist die 1000 für mich? Das ist der springende Punkt, oder nicht? Warum ist dir die 1000 so wichtig? Sind weniger als 1000 Abonnenten für dich etwa ein Zeugnis deines Versagens? Du hast über 400 Abonnenten, Raul. Und das, obwohl du keine Werbung machst. Du hast recht. So habe ich das doch gar nicht betrachtet. Woher weißt du das alles? Immer noch nicht geschnallt, hm? Wer bin ich, Raul? Ein Gott? Mit wem sprichst du gerade, Raul? Warum spreche ich dich auf einmal mit deinem Namen an, Raul? Woher kenne ich den denn überhaupt? Weil... Sag es. Weil wir dieselbe Person sind. So ist es. Ich habe die Antworten bereits während diesem Video gefunden. Habe meine Gedanken bereits geäußert. Mir ist alles wichtig. Das Let's Play, dessen Werdegang, die Zuschauer. Und auch verstehe ich jetzt, dass es kleingeistig ist, auf 1000 Abonnenten bei 1000 Folgen zu hoffen. Wie wär's mit Werbung? Naja, immerhin hat dich das auf ein passendes Thema für diese Folge gebracht. Ganz schön umständlich, dir selbst ein Rätsel zu stellen. Ich mag's gern abenteuerlich. Manchmal kann mein Gehirn nicht anders. Aber dennoch bin ich von diesem aufregenden Abenteuer auch müde. Erschöpft von der langen Reise. Ich glaube, es wird Zeit zu rasten. Verstehst du das? Na klar, ich bin du. Schon vergessen? Stimmt. Ich danke euch für eure Weisheit und Güte und verabschiede mich in Ehrfurcht. Wenn ich du bin, warum dann so geschwollen? Mach's doch nicht kaputt. Somit geht die Ära zu Ende.
Verzeiht bitte, dass das Video etwas länger brauchte, aber ihr habt ja selber gesehen, wie aufwendig es war. Auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, ist tatsächlich jedes einzelne Wort in diesem Video gut durchdacht. Und jedes einzelne Haustier ist ein Charakterzug von mir. Und auch stimmt nicht alles, was ich im Video sage. Zum Beispiel, als ich darüber gesprochen habe, dass meine Videos kaum geklickt werden. Wenn ich ehrlich bin, Nekes hat jetzt mittlerweile fast 4000 Aufrufe. Und Urbex City Builder jeweils 2000. Ich danke euch für alles. Für den jahrelangen Support, für die vielen lieben Worte in den Kommentaren oder einfach dafür, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt. Ein ganz besonderer Dank geht hierbei an Elaf. Nicht nur war sie stets im Hintergrund an meiner Seite, nein, in diesem Video hat sie mir außerdem auch ihre Stimme geschenkt. Und zwar für Flauschi und die beiden Plusties. Wir hatten auch eine Menge Spaß bei den Aufnahmen. Mittlerweile gibt es ja auch neuen Content bei Valheim. Es gibt jetzt eine Hexenhütte, die eine ganze Menge neuen Stuff verkauft. Ich hatte auch gehofft, dass dieses Video hier vorher fertig ist, da ich mir denken kann, dass ihr jetzt erwartet habt, dass es in diesem Video vorkommt. Aber die Videoplanungen gehen so weit zurück, dass nicht einmal Schmatzi eingeplant war. Mal schauen, wie es hier mit Valheim weitergeht. Aber vorerst brauche ich etwas Ruhe. Doch wer weiß, vielleicht geht es mir auch irgendwann wie Onkel Eifel und ich vermisse es so sehr, dass ich doch wieder eine Aufnahme anschmeißen muss. Vielleicht dann als Livestream? Mal schauen. Haltet die Augen offen. Ich werde zurückkehren. Ich bedanke mich noch ein letztes Mal ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gern ein Abo da und ein Like, ihr kennt das Prozedere. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Thank you.